Herzlich willkommen im Retrovember. Ich bin Perudor und wir sind heute im Retrobeat unterwegs. Wir wühlen uns durch die Klassiker. Aktuell sind wir auf dem Nintendo Game Boy unterwegs. Nexsoft präsentiert Penguin Wars aus dem Hause ASCII Corporation von 1985. Also wirklich ein älteres Spiel. Wir sind natürlich ein One-Player-Game. Wir können uns einige Figuren aussuchen, den Pinguin, die Fledermaus, den Hase, die Ratte oder die Kuh. Da es ja Penguin Wars heißt, suche ich mir mal tatsächlich den Pinguin aus und mein Gegner ist der süße kleine putzige Hase. Aber den Hasen machen wir jetzt mal richtig fertig. Es ist eine Art Völkerball, zumindest habe ich das immer so verstanden und wir starten einfach mal durch. Wir haben 60 Sekunden Zeit, unseren... Wir nehmen die, schnappen uns die Bälle und Ziel ist es, die ganzen Bälle von unserer Seite aus rüber zu werfen. Und dabei ist natürlich immer schön, wenn wir den treffen, den Hasen, weil der hatte kurze Zeit ein bisschen K.O. sozusagen. Wie jetzt zum Beispiel. So, kommt jetzt der Ball rüber oder nicht? Oh, jetzt hat er mich getroffen. Dieser fiese Hund. Obwohl, ist ein Hase eigentlich, ne? So, jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt kann ich die Bälle endlich rüberkegeln. Boah, da kommt noch einer. Hä, warum kann der so viele auf einmal... Hä, hallo? Wo hat der die ganzen Kugeln hier? Noch 5 Sekunden. Oh, das war aber knapp. Da konnte ich noch im letzten Moment... Boah. Da war mal aber das Glück heute hold. So. Und los geht's. Ah, das hat er mich erwischt, dieser blöde Hase. Ja. So, ein bisschen andrehen. So, alle mal rüber hier. Zack, 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 zack. Der muss einen auf den Kopf kriegen. So. Das war eine schnelle Runde. 2 Punkte für den Perudo Inguin, Pinguin. Okay, ich habe das Set gewonnen. Das heißt, wir starten jetzt ein Bonusspiel und dann geht es in die zweite Runde. Ja, super. So. Hier wird gezählt, wie viele Kugeln ich in einer gewissen Zeit schaffe. Oh, da kann man jetzt mal jemanden treffen. Sehr schön. Oder schieße die zurück? Ah. Noch 3 Sekunden. Komm, alles rüber. Beeilung. Okay, 29 Kugeln habe ich geschafft. Das ist schon ganz gut. Gibt jeweils 200 Punkte zusätzlich. Und der nächste Gegner ist die Milchkuh. So, die freut sich. Ja, wer weiß, wie lange sie sich noch freut, aber... Warum kann der schon schießen? Ich noch nicht. Boah, der hat ja voll die Geschwindigkeit drauf hier, die Kuh. So, Achtung. Jetzt schießt hier die ganzen Kugeln dahin, aber ich komme nicht rüber. So, jetzt geht's aber der. Oh, ich dachte, ich hätte sie getroffen. Doch nicht. Jetzt habe ich sie aber getroffen. So, 10 Punkte für mich. Also, beziehungsweise die Kugeln sind drüben. Und wir freuen uns. Und die Kuh heult Rotz und Milch sozusagen. So, ach schade, ich dachte, ich hätte sie getroffen. Doch, jetzt habe ich sie getroffen. So, nochmal Drupp. So, weg. Oh, nein, das habe ich zu lange gewartet. Nein. Oh, bin ich blöd. Ja, da komme ich schon fast gar nicht mehr raus hier. Aber die Kuh erholt sich so schnell. Eine super Kuh.
so rüber mit dir, du Bälle. Das ist ein sehr schöner Zeitvertreib. Vor allem im Zug sozusagen. Aber ich dachte, ich könnte ihn noch irgendwie nochmal anschneiden. So, ist leider kein perfektes Spiel. 7:3, aber es reicht, um zu gewinnen. Und ich bin ein excellent player. So, jetzt kam mir wieder das Bonusspiel. Ach nee, ach, gibt's gar kein Bonusspiel. Auch schade. Gegen die Ratte. So. Oh, das ging aber jetzt flott. Was hat die Ratte denn gemacht? Ich glaube, die hat die Kugel direkt an den Kopf gekriegt und konnte sie sich nicht mehr bewegen. Das war aber ordentlich Zeitbonus. So. Jawohl. Und getroffen. Oh, es kommt hier wieder mit... Oh nein, es kommt... Tja. Das hat sie gut gemacht. Das hat sie wirklich gut gemacht. Naja, komm. Ne? 1:1 steht's. Tja, das war die Rache. Direkt hinterher. So. Wieder ordentlich Zeitbonus, hoffe ich. Freut sich der Pinguin? Ja, natürlich, da kann man sich freuen. Aber ich muss noch mal ein bisschen experimentieren. Es gibt auf jeden Fall ein paar Bonusschüsse. Aber was heißt Bonusschüsse? Also. So, erstmal die. Die ist ziemlich flott, die Fledermaus. Ich glaube, die Ratte waren etwas leichtere Gegner. Vermute ich einfach mal. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Erkenntnis. So, direkt nur mal einer an den Kopf gekriegt. Aber ich glaube, ich werde das in diesem Video wahrscheinlich gar nicht mehr rauskriegen, wie diese Spezialschüsse waren. Es wäre mal schön, wenn man was bekommen würde für die Punkte. So. Okay, da ist die Ratte. Ja, da hat sie mich erwischt, dieses blöde Vieh. Boah. Oh nein. Na gut, dass ich auch noch getroffen habe, die Fledermaus. Hallo? Steh doch mal auf! Wo ist sie denn da oben? Man, die muss ich ja längst mal treffen, oder? Ah, ist sie noch da rumgetrollt. Ja klar, wenn ich auf mich schießt, wenn ich da liege, ist es auch kein Wunder. Ey, steh doch mal auf, Pinguin. Los, Flor. So, jetzt hat sie einen am Kopf gekriegt. Warum ist sie wieder wach? Die soll... schlafen. Na. Ah. Die Zeit. Nein, die Zeit. Nein, nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Tja, das habe ich das Spiel verloren. Oh, jetzt weint der arme Pinguin. Try again? Nö. Das war Penguin Wars auf dem Nintendo Game Boy. Ich bin Perudo und danke fürs Zugucken im Retrovember. Und morgen sehen wir einen weiteren Klassiker hier bei mir. Also dranbleiben und Spaß haben. Bis dann. Tschüss.